hintereinander deutscher Meister gewordenen Felberter Boxclub. 10 Titel gab es insgesamt. Und jetzt haben wir kurz nach 20 Uhr, wir sind also fast pünktlich. Herzlich willkommen in der Sporthalle Biert, meine Damen und Herren und liebe Boxsportfreunde. Wir begrüßen zum Abschlusskampf der Bundesliga-Vorrunde Sie alle ganz herzlich. Aber an der Spitze unserer Gäste, geführt von Hans Buchmeier vom BC Straubing. Und natürlich auch unser Team mit Henning van Bemmel und Mike Hanke. Wir sagen ein herzliches Willkommen dem Kampfgericht des heutigen Abends. Die Sportkameraden stelle ich Ihnen später noch im Einzelnen vor. Jetzt geht's erst einmal an die Mannschaftsaufstellung. Im Bantamgewicht stehen sich gegenüber für Straubing Edgar Wald. Und für den VWC Dennis Makarov. Im Leichtgewicht stehen sich gegenüber für Straubing Eduard Schmidt. Und für den VWC Ruslan Rachimov. Im Weltergewicht stehen sich gegenüber für Straubing Eugen Dahinten. Und sein Gegner ist auch ein Eugen, nämlich unser Felberter Eugen Burhardt. Im Weltergewicht stehen sich gegenüber für Straubing Clemens Ruder. Und für den VWC Alexander Miller. Im Mittelgewicht boxen für Straubing Dennis Radovan. Und für den VWC Peter Mullenberg. Im Halbschwergewicht stehen sich gegenüber für Straubing Sergej Michel. Und für den Felberter Boxclub Konstantin Buga. Im Schwergewicht boxen für Straubing Roman Gorst. Und für den VWT Gottlieb Weiß. Abschluss, die Königsklasse Superschwergewicht für Straubing, Marco Tomasovic. Und für den VWC, Alexander Poverno. Ich bitte nunmehr beide Mannschaften um Sportgruß, sich aber anschließend wieder so aufzustellen, wie jetzt im Augenblick. Der viele Jahre Motor dieses Vereins Felberter Boxclub war und maßgebliche Funktionen im deutschen Boxsport innehatte, Hans-Werner Strüak. Darf ich Sie
zu einer Gedenkminute bitten und sich zu erheben. Hans-Werner Stürck ist vor einigen Wochen Mitte November nach langer, schwerer Krankheit von uns gegangen. Er hätte gerne diese Saison noch weiter verfolgt und betreut. Das war ihm nicht vergönnt. Dankeschön. Sie haben sich zu Ehren unseres Vorsitzenden Hans-Werner Stürck von den Plätzen erhoben. Ja, ich bedanke mich und jetzt geht's gleich weiter mit Sport. Ringarzt, der auch Verbandsarzt des NRW ist, Dr. Christoph Zurnieden. Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen auch direkt das komplette Kampfgewicht vorstellen. Rami Al-Masri, Johann Gretschmann, Christoph Rumin, Andreas Krämer, Thorsten Dietrich sowie Jan Justus. Dankeschön, dass Sie den Weg nach Velbert gefunden haben. Wir wünschen uns faire Kämpfe und den besseren Boxern den Sieg.